Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu We Happy Few. Die Bobbys haben uns nicht gesehen, das ist sehr, sehr gut jetzt gelaufen. Wir haben ja letztes Mal eigentlich schon das Ende gesehen und ich muss mal gerade ganz kurz gucken, wie vollgeladen wir denn sind. Oh, das geht, 50, perfekt. Ich nehme stark an, das hier brauchen wir nicht. Ich würde es aber trotzdem einfach mal aus Spaß an der Freude anziehen wollen und gucken, was so passiert. Ob sich da die Leute anders verhalten, während wir das tragen. Und wir brauchen auch noch das Ding hier. Da brauchen wir zwar eine gefüllte Power Cell für, aber... Aber wir können mal gucken, was passiert, wenn wir das so alles kombinieren, jetzt wo wir einfach durch sind. Wir könnten jederzeit aufhören, aber wir haben noch einige Quests offen. Und dazu gehört, das hätte ich jetzt eigentlich gerade offen lassen können... Gehören diese Secondary Quests hier. Sorcerer's Apprentice, das werden wir auf jeden Fall noch machen. Tut mir leid, Arthur, ich muss es dir antun. Zuerst würde ich aber gerne Thomasina House abschließen, da sind wir ja schon drin gewesen. Find a Marble Cat Statue. Das machen wir jetzt. Und dafür müssen wir, wo muss ich denn dafür hin? Die Marble Cat, was ist das hier? Ach ja, komm. Der gute Lawrence, da wo wir schon mal drin gewesen sind. Hier hinten. Wir müssen also, ja... Da vorne nach links. Wir finden es schon. Hoffe ich. Alles nicht so schön. Oh je, da kommt gleich wieder... Wir kriegen ja eigentlich... Gleich wieder eins drauf. Und müssen laufen, 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 laufen. Wie unsere Arme halt aussehen, ne? Bin ich richtig? Nein, ich bin nicht ganz richtig. Aber da laufen wir jetzt nicht zurück. Wir müssten theoretisch, glaube ich, in diese Richtung müssen. Jawohl, und dann oben einfach nochmal um die Ecke und dann sind wir auch schon an der Brücke. Und hoffentlich, bis wir beim... Wobei, nein, das wollte ich gerade sagen, bis wir... Bis wir da sind, wird es nicht morgen sein. Vielleicht hätte ich mich erst ein bisschen hinlegen sollen. Was ist das? Das, was ist das? Wo ist... Moment, was ist das? Church of St. Genesius. Die Kirche des heiligen Genesius. Da würde ich auch ganz gerne noch hin. Ich glaube, da sind wir tatsächlich noch nicht reingekommen, oder? Vielleicht auch, wenn es hell ist, einfach mal reingehen. Hier vorne müsste ich jetzt nochmal durch an dem Spanker vorbei. Und dann direkt ums Eck. So, jetzt sind auch unsere Entzugserscheinungen weg. Wir könnten aber auch... Könnten aber auch das hier machen. Jetzt kommen wir hier nämlich einfach durch. So, das Ende. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Uff. Wir erinnern uns letztes Mal, als uns so ein Jubilator eingesaugt hat. Das war One-Hit. Da waren wir einfach tot. So, irgendwo hier können wir jetzt rein um die Marble Cat Statue, also die kleine Marmorstatue, zu finden. Wir haben die Entfernung angezeigt. Ja, nee, jetzt nicht. Okay, dem möchte ich nicht zu nahe kommen. Eigentlich müssen wir nur ganz geradeaus und dann nach rechts. Ganz geradeaus und dann, wenn wir ganz hinten sind, nach rechts. Das könnten wir doch eigentlich machen. Was? Hat da jemand mit mir geredet? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, es geht auch gerade jetzt beim Aufnehmen nichts schief. Ich habe nämlich was umgestellt und für ein anderes Spiel und ich hoffe einfach mal, dass das stört We Happy Few nicht weiter. Hier joggen, joggen, joggen. Ach ja, mit diesen weiten Wege. Ich habe übrigens schon überlegt, ich glaube, wenn wir wirklich alles durch haben, dann bringt es ja nichts, wenn ich noch einfach... Oh je, und ich habe nichts mehr zum Heilen. Also, schon noch was zum Heilen, aber... Aber ich wollte eigentlich Blümchen sammeln, fällt mir da gerade wieder ein. Das habe ich total vergessen. Was ich aber gerade sagen wollte, ich habe mir überlegt, wenn ich erst einmal durch... Ach du je, Moment. Okay, an dem Jubilator muss ich gleich... runter vorbei. So. Wenn ich dann durch bin, könnte ich ja eigentlich nochmal einen Spielstand beginnen, wo ich tatsächlich mal versuche, das Spiel mit Überlebens... Oh, an dem Ding sollte ich, glaube ich... Ah!
es wäre nicht gesund gewesen, sich von dem erwischen zu lassen. Jetzt habe ich gesagt, nach rechts. Ja gut, ich laufe richtig gut. Einsaugen wäre jetzt nicht so toll. Okay, da vorne ist schon wieder so ein Ding. Aber ich sehe auch, wie wir da reinkommen können. Kann ich mich hier irgendwo verstecken? Nein, oder? Es ist gerade etwas unpraktisch, dass das Ding hier rumfährt. Komme ich vielleicht irgendwie von hinten rein? Lass mal. Wir werden gleich gesappt, wenn's... Ich versuche mal an dem vorbeizulaufen und ihn da hinten dann hoffentlich wieder abzuhängen. Bitte, bitte verschwinde wieder und geh wieder deiner Wege. Na toll. Ah, gleich eingeklemmt zwischen zwei. Aber eventuell, wenn ich jetzt nochmal an ihm vorbeilaufe. Nein, 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 nein. Das macht man nicht. Lass das. Hier von hinten. Da könnt. Ja, wunderbar, da komme ich rein. So. Ich will mich ja nicht einsaugen lassen. Was ich sagen wollte, bevor ich so gejagt wurde, ich hatte mir überlegt, ob ich nicht. Kitty's Cake was added to your journal. Ob ich nicht einfach noch versuche, einen weiteren Spielstand zu beginnen, wo ich dann tatsächlich mit den Survival-Elementen spiele, also mit Hunger und Durst und etwas erhöhtem Schaden. Denn ich würde schon ganz gern, wenn das Spiel richtig released wird, auch tatsächlich mit diesen Attributen spielen. Was für einen Kuchen soll ich nur für Kittys Geburtstag backen? Vielleicht ein Gewürzkuchen? Sie liebt ihn so sehr. Nicht wie meine... My old Kitty Sebastian... Nicht wie mein altes Kätzchen Sebastian, der diesen Kuchen nicht essen wollte. Hidey hole and he didn't come out. Hat sich dann immer versteckt und wollte nicht wieder rauskommen. Erinnere ich mich noch daran, was mit ihm passiert ist? Ich muss mich erinnern. Oder vielleicht muss ich auch nicht. Vielleicht kommt er wieder nach Hause, wenn er Kittys Kuchen riecht. Jedes Jahr denke ich, dass das passieren könnte. Wie lustig, dass er und Kitty denselben Geburtstag haben. Ich frage mich gerade, ob sie tatsächlich mit Kitty jetzt Kätzchen meinen. Was? Oh. We don't like downers around here. Ja, ja, ich bin schon wieder draußen. We don't like downers anywhere. Oh, ich hab dich gar nicht gesehen, diese creepige kleine Frau. Moment, wir müssen mal so. Ich kann die leider nicht, ich kann die leider nicht ausschalten. Solange sie aber nicht hinguckt, kann uns das alles ganz egal sein. Warte, ich wollte doch hier den mitnehmen. Ducktape. Ich kann hier alles ausräumen, solange sie es nicht sieht. Das Geburtstagsballon. Könnte ich mich hier theoretisch fördern? Nein, kann ich nicht. Wir wissen ja, wo sie steht, theoretisch. So ein Fridge. Das, oh, wieder ein Stück Kuchen. Lecker, lecker. Drink from tap. Warte mal. Das geht, lustigerweise. So, jetzt bin ich kein Downer mehr. Jetzt kannst du mich eigentlich auch nicht mehr deswegen rausschmeißen. Sind das eigentlich Mäuse, die ich hier gerade höre? Ich glaube ja. Moment. Wir können uns hier verstecken, aber das Problem ist, wenn sie die Polizei rufen, die haben ja direkt... Die haben ja direkt die Polizeidinge hier drin. Oh, super. Ich sehe total viel mit der Pflanze hier. Willst du gleich Wasser über mich drüber kippen? Bitte nicht. Sie hat gerade gesagt, sie sollte sie wirklich gießen. Ich sehe durch die Blätter leider absolut gar nichts. Aber gut, sie ist... Sie sitzt wieder. Pick up, da ist die Replika. Ich würde mich gerne... Warte mal, hat es da mehrere? Okay, es gibt hier definitiv mehrere. Psst.
kann sie nicht. Ich kann kein Takeout machen, aber ich kann sie. Ich kann sie so zum Schweigen bringen. Das tut mir sehr leid. Oh, das sieht so böse aus, wie sie da runterfällt. Carrier Head. Shrub Head is now available. Okay. Wir wissen jetzt also, dass wir theoretisch die Leute ja auch einfach K.O. schlagen können. Kann ich die irgendwie verstecken irgendwo? Ich habe die eher ungern hier rumliegen. Komm mal mit. Wir gehen hier weg. Hier ist nicht schön. Drop Vera Atkins, unconscious. Ja, ja, also offiziell sind die ja alle nur bewusstlos. Okay, das ist gerade die andere Seite. Ich leg die einfach mal hier kurz hin, ne? Da, der geht's gut. Die ruht sich nur ein bisschen aus. Hier könnte ich rein, oder? Ja, wir müssen bestimmt gleich wieder rennen, als wäre der Teufel hinter uns her. In jedem Spiel sind die Aktionstasten ein bisschen anders. Dreh dich bitte nicht um. You just get better every day. Psst. Petz doch nicht. Ist alles empty? Scotch. Ja klar, den nehmen wir mit. Vielleicht sollte ich auch erstmal die Quest abschließen, bevor ich auf die Idee komme, hier drin Unsinn anzustellen. Und einfach mal hier diese Dinger mitnehmen. There we go, a cat statue. Seems a bit light for marble. Okay, das heißt, wir müssen tatsächlich die finden, die tatsächlich aus Marble gemacht ist. There we go, a cat statue. Sie ist auch hohl. It's got a sticker on the bottom. Mich würde interessieren, ob ich die jetzt im Inventar habe. Aber ich bin mir zu... Ja, aber das sind die falschen, nicht wahr? Can be sold for a modest amount of... Ja, also wir können die verkaufen, aber es ist nicht unser Questgegenstand. Das heißt, dafür müssen wir noch ein bisschen mehr suchen. Die Frage ist, wo ich jetzt... Da waren welche drin. Ich will die nicht alle ausschalten, aber ich habe absolut keine Ahnung. Oh, warte mal. Search Crate. Power Cell. Das Bild ist sehr interessant. Das ist eine Ratte. Warum haben die alten Damen Bilder von Ratten hier? Und da ist unser... Wir leiden an Entzugserscheinungen mal wieder. Metal Tube Power Cell. Wir könnten hier theoretisch rausklettern. Möchte ich aber gar nicht. Habe ich irgendwo noch die alte Dame, die ich hier in die Ecke geschmissen habe? Die würde ich ja eigentlich ganz gerne... Nein? Okay. Leise sein, leise sein. Hier ist keiner. Oh doch, da ist eine. Da ist eine. Das Problem ist, wenn die sich umdrehen, dann sehen sie ja, dass wir da sind. Was ist da? Metal Bitch. Ja, nehmen wir mit. Ich glaube, da vorne könnten wir eventuell hin müssen. Hey! Hallo? That's not how we do things round here. Not at all. Don't tell me you're a downer. Nee, nee, ich bin... Nee. Wie geht's? Lass das. Ich versteck mich mal. Ja, wir haben die Arme gerade ermordet, aber... Ich weiß leider tatsächlich nicht, wie ich mit denen umgehen soll. Ich glaube, wir sind erstmal safe, oder? Ich weiß leider wirklich nicht, wie ich die umgehen soll. Ich glaube, ich muss da durch. Sewing Kit. Und dreckige... Ich hole auch immer meine... Ich hole so Sachen auch immer aus dem Klo raus. Das Problem ist, ich glaube, es macht absolut keinen Unterschied, ob wir tatsächlich Downer sind oder nicht. Ich glaube, die werden einfach immer sauer. Was waren hier gerade rot? War irgendwas gerade... Ach so, Small Dresser, okay. So. Was ist das? Was zur Hölle ist das?
Crates. Viel schönem Loot. Wir werden gleich wieder überladen sein, fürchte ich fast. Close Straps. Es ist alles so ein bisschen creepy, was hier ist. Das sind Pilze. Die haben hier ganz viele Pilze. Was? Warte, open? I wonder if this is their health potion. It certainly smells horrible enough. Okay, wir haben etwas gefunden, das ist gut. Jetzt wissen wir also auch, es gibt Möglichkeiten, unsere Gesundheit permanent zu erhöhen. Um 30%. Sind das hier tote Ratten? Nee, das sind... Das könnten Rattenschwänze teilweise sein. Ich will es, glaube ich, gar nicht wissen. Das ist schon so ein bisschen creepy. So ein bisschen sehr. Ein bisschen arg sehr. Aber hier war jetzt auf jeden Fall nicht die richtige Cat-Statue. Dann schauen wir doch mal... Ach, deswegen komme ich hier nicht raus. Das macht Sinn. Warte mal, hier war noch irgendwo Crate. Das macht Sinn, dass wir hier nicht rauskommen, ja. Kann ich das auch öffnen, das Fenster? Nein, das Bild kann ich nicht öffnen. Die Frage ist, wo wir als nächstes... Hier war ich ja schon drin. Hier war nichts weiter. Außer da hinten noch die kleine Frau. Oh, das sind gleich zwei. Es tut mir sehr leid, ich werde sie umbringen müssen. Fürchte ich. Ich versuche erst mal mich... The last time I tried to pick something off the floor, I was stuck there, bent over, until I could get over to a chair and sort of walk myself back upright. You should try it now. But what if I get stuck again? I'm not saying you should play Simon Says. Not yet, anyway. I hope we don't run out of the active ingredient. Oh, we won't. Have they really got some sort of health potion? I wonder if I should try a taste. That's not how we do things round here. Not at all. You behave yourself. Tut mir leid. Mir echt leid. Aber bevor ihr Hilfe ruft... So. Also hier auch. Es gibt irgendwas... Die Health Potion, das ist das, was unser... Nee, nee. Das jetzt nicht. Das ist das, was unser Leben erhöht. Ich frage mich, ob es hier eben nochmal welche zu finden gibt. Denn die obere haben wir ja schon gefunden einmal. Locked. Wie kriege ich die denn auf? Brauche ich dafür... Gehen wir auf Tab. Und guck mal, ich habe bestimmt keinen Lockpick mehr. Entweder brauchen wir wieder einen Lockpick oder einen... Okay, nee, das sind Schlüssel, die wir da haben. Manchmal mal so. Wir haben noch Jimmy Bar, dann würde ich kurz einen Lockpick uns machen. Nee, warte, hier. Lockpick. Das müsste ein Werkzeug sein, genau. 1, 2, 3 wieder. Genau. Jetzt können wir es knacken. Vielleicht. War da was? Nee. Nein, da ist nichts drin. Nee. Unlock so hier auf. Sind wir wieder hier? Das Fenster kann ich nicht öffnen. Wir sind praktisch einmal komplett durchgelaufen. Aber uns fehlt auch immer noch die Marble Cat Statue. Genau, wir sind hier einmal durch. Das heißt, es fehlen eigentlich nur noch hier unten. Da ist eine Maus. Ganz viele Ratten. Hier ist die Dame. Da hinten geht es noch rein. Ich fürchte fast, ich muss sie ausschalten. Das tut mir sehr, sehr leid. Nein, nein, nein. Halt den Mund. Bitte halt einfach den Mund. Wie viel Platz haben wir denn noch in unserem Inventar? Ja, ein bisschen können wir noch mittragen. Okay. Mushrooms. Ach hey, nein. Ich wollte eigentlich... Jetzt können wir auch gleich noch ein bisschen mehr... Oh je. Wir sind... Okay, wir crashen gerade. Das ist nicht so schön. Na gut. Ja, mach ich doch. Ach so, ich kann nicht, weil... Ah. Ich kann gerade das Ding hier nicht
Ich kann die Lockpick nicht benutzen, weil ich gerade am Crashen bin. Okay, das ist schön. Also eigentlich nicht, aber ihr wisst schon. Das ist aber alles sehr, sehr interessant hier gerade. Die Ladies machen sich also ihr eigenes Jugendserum sozusagen. Ihren eigenen kleinen Jungbrunnen. Und wir können hier mal wieder ganz viele Sachen mitgehen lassen, die uns alle sehr, sehr nützlich sein könnten. Das Crash müsste eigentlich doch fast vorbei sein, oder? Der Kreis ist eigentlich leer. Das Problem ist wirklich, ich muss jetzt hier gerade warten. Denn während wir so sind, können wir keine Schlösser knacken. Ach komm schon, sei bitte bald vorbei. So, jetzt ist vorbei. Sehr gut. Ich lass die mal... war die nicht hier? Ich weiß es nicht. Wir können die mehr knacken. Wir haben ja immer noch nicht das geschafft, wegen dem wir eigentlich hier sind, nämlich die richtige Marble Cat Statue zu finden. Okay, ist hier irgendwas? Gerade nicht. Brot. Brot. Kantine. War ja noch was? Ah, doch, warte, hier. Tea Leaves. Ach, die sind unten gewesen. Ich habe gerade mich schon gewundert. Wir können hier durch. There we go. A cat statue. Ah, und noch eine Hohle. Some kind of souvenir. Okay, schade. Wir können die aber verkaufen, dann haben wir Geld. Dann können wir uns diese ganzen hübschen... anderen Dinge leisten. Wie zum Beispiel die Verbesserung für unseren Charakter. Mal ganz kurz, ist hier? Nee, da ist nichts. Sehr gut. Oder was heißt nichts? Niemand eher. Das hoffentlich... There we go. A cat statue. Ist immer noch die falsche. I think this is made out of wax. Jetzt bitte hier reingehen. Die eine ist nämlich aufgestanden. Ich will mich ungern mit allen drei gleichzeitig annehmen. Wir haben immer noch nicht die richtige gefunden, oder? Das sind immer noch alles nur die... diese Hohlen gewesen. Was sind das Ding jetzt? Ach, da sind sie. Ja, aber wir haben nicht die eigentlich richtige Katze. Die muss immer noch irgendwo anders sein. Die Frage ist nur, wo? Die Frage ist... Diese klein schreienden Damen. Hey, ich habe mich doch gerade eben umgehauen. Oh, es tut mir so leid. Lucky Strike. Also eigentlich ist es nicht mein erklärtes Ziel, arme kleine alte Ladies zu verprügeln. Das ist tatsächlich eher so, oh, wie die zuckt. Es tut mir so leid. Es tut mir ehrlich... Ja, setz dich hin und lies erstmal. Oh, ich habe gerade ein paar Morde begangen. Besser, ich setze mich hin und lese. Sorry. Ja, sorry. Ich wollte das ehrlich nicht, also... Oh, Lockpick, okay. Das tut mir jetzt leid. Ich glaube, jetzt habe ich aber auch alle hier drin umgebracht. Und wir haben diese blöde Katzenstatue übrigens immer noch nicht gefunden. Die ist immer noch genauso verschwunden wie am Anfang. Auch wenn ich jetzt jeden... Irgendwo müssen wir einen Geheimgang oder sowas übersehen haben. Inventory Expansion. Gut. Vielleicht gibt es hier auch mehr von diesen... 2 p.m. Oh, wir haben wieder Mittag. Es ist schon lange wieder Tag. Aber vermutlich gibt es hier mehr von diesen Bildern, hinter denen sich irgendwelche Tresore verstecken. Nee, das Open Lock bezieht sich auf die Türe. Ich guck mich mal hier um, ob ich hier noch andere Dinge finde. Hier ist nur dieser Kriechtunnel. Hier ist auch nichts weiter. Tja, Bilder aus glücklicheren Tagen. Kätzchenbilder. Finde ich eigentlich sehr hübsch so. Also, muss ich schon sagen. Würde ich mir so auch aufstellen. Die Crates sind schon leer. Wo zum Geier? Ich glaube, das ist irgendwo bei dem Pilz. Ich glaube, es ist irgendwas irgendwo hier bei den Pilzen. Da war ja schon was drin, aber... Muss ich hier vielleicht einen Pilz essen, damit wir auch ein bisschen mehr... Ich probiere das einfach mal kurz.
Ich versuche mal so einen Pilz zu essen. Wir haben ja einen geklaut. Nicht den, sondern die Histoplada. Ihr wisst schon, die. Irgendwo müssten wir so einen Pilz haben. Moment, das muss irgendwo unter Essen sein. Wir haben hier Yam. Holy Yam, ja. But Yamier and more holy ist aber auch ein Quest-Item. Ich habe doch vorher so einen Pilz geklaut, dachte ich. Achso, ja, das ist blockiert, klar. Search empty crate. Ich weiß nicht, wo wir die Marble Statue. Hätte ich dafür die Damen am Leben lassen müssen, dass sie uns gesagt hätten, wo das ist? Das kann natürlich auch sein, dass wir da jetzt einfach ein bisschen voreilig alle erschlagen haben und deswegen es unmöglich ist, da was zu finden. Oder aber es gibt tatsächlich. Es gibt tatsächlich irgendwo nochmal ein Bild. Das da sieht doch verdächtig aus, oder? Jawohl. Jawohl, das muss sie sein. There we go. A cat statue. Schon wieder eine Leere. Some kind of souvenir. Okay, die ist schon wieder leer. Ist da noch irgendwas im Wardrobe? Irgendwo muss es doch noch so eine Katzenstatue geben. Mit dem Aus. Ach, das ist das Fenster. Okay. Es muss irgendwo noch. Kann ich die Pinata kaputt machen? Ist hier irgendwo noch ein. Das hier ist doch noch. Sewing Kit und Sachen. Die verstecken schon viele Dinge hinter ihren Bildern. Aber jetzt müsste ich da doch auch langsam alle erwischt haben. Wo könnte ich denn noch nachgucken, sag mal? Ich verzweifle gerade ein bisschen. Die Folge sollte fast. Ich würde fast sagen, also wenn ich sie jetzt nicht irgendwo nach unten zufällig rumstehen sehe. Oder jetzt mich irgendwo die Erkenntnis trifft, wo genau diese Statue sein soll. Oder ich nicht irgendwo noch einen Tipp bekomme, würde ich ja fast sagen, gehe ich erstmal wieder raus. Noch ist die Quest nicht gescheitert, also von daher sollten wir noch keinen totalen Unsinn gebaut haben, sodass sie nicht mehr abschließbar ist. War da draußen gerade wieder so? Ja, da draußen ist so eine kleine Dame. Vielleicht respawn. Moment, Duct Tape nehmen wir noch mit. Vielleicht respawnen die ja auch wieder und dann kann ich es nochmal versuchen. Ansonsten würde ich sagen. Ist aber ein bisschen verstimmt, das Klavier. Ansonsten würde ich einfach was sagen. Wir gehen jetzt wieder. So. Wir gehen jetzt wieder, solange es noch Tag ist, das ist nämlich auch nicht mehr ganz so lang, gehen wir einfach mal zu unserem Hideout hier zurück, zu unserem Shelter. Und nächstes Mal versuchen wir uns dann am Slothless Apprentice, also am Gehilfen des Schlachters. Denn ich weiß ehrlich gesagt nicht, also wieder ganz runter und dann wieder rechts. Denn ich weiß ehrlich gesagt nicht, was wir jetzt mit dem Marble Cat Statue Ding noch machen sollen. Wir haben da, glaube ich, auch keine. Was ist das? Was ist das denn? Talk to NSQ. Da war dieser Ballon, deswegen gehe ich hier weg. Da gehen wir nächstes Mal auch hin, aber eben tatsächlich erst nächstes Mal. Heute ist unser Inventar zu voll und ich muss dringend im Garden District ein paar Blümchen sammeln. Ich fühle mich echt nicht wohl, wenn wir da keine mehr haben. Deswegen würde ich auch an der Stelle schon mal sagen, ich könnte mich fast schon verabschieden. Ich hoffe sehr, dass jetzt bei der Aufnahme nicht schief gegangen ist. Sollte das Ding irgendwie seltsam gerendert werden müssen, dann tut mir das unglaublich leid. Wie gesagt, ich habe für ein anderes Spiel was an den Einstellungen ändern müssen, weil es da absolut ganz komisch war. Und naja, jetzt hoffe ich halt, dass es für alle Spiele so passt. Und das nicht. Manche davon jetzt, dass ich halt nicht ständig hin und her switchen muss zwischen verschiedenen Profilen. Habt ihr irgendwo noch eine Katzenstatue gesehen, die ich übersehen habe? Nee, oder? Da war einfach keine. Also ich meine, da waren schon welche, aber die waren ja nicht aus. Lovely day for it. Did you hear? They've caught Foggy Jack. Isn't that a relief? Yes, Foggy Jack.
Aber die stand da so rum. Ich dachte, mit der könnten wir vielleicht reden, dass es irgendwas bringen würde. Aber gut, wir gehen jetzt zu unserem Shelter zurück. Dann wird alles hoffentlich gut. Ich werde mich da erstmal aufs Ohr hauen. Oder aber in den Garden District gehen, um Blümchen zu sammeln über Nacht. Mal gucken. Es kann also auch sein, dass wir uns erst an Tag 33, 34 oder so wiedersehen im Spiel. Ich weiß noch nicht. Je nachdem, wie lange es dauert, Blümchen zu sammeln und wie sehr ich dann mich vielleicht noch im Herumstromern im Garden District verliere. Da fällt mir aber ein, bevor ich das vergesse. Wir haben doch etwas gefunden. Wir haben gefunden. Wo ist es denn? Inventory Expansion Kit. Wo ist es? Ich möchte es benutzen. Bitte, bitte. Das da, das möchte ich zuerst mal benutzen. Das für... So. Unsere maximale Gesundheit wurde erhöht. Das finde ich ganz toll. Und wir haben noch das hier gefunden. Genau. Inventory Expansion Kit. Momentan können wir 155 Pfund tragen. Und jetzt sind es... Wow, 175. Das war groß. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das muss man schon sagen. Es hat sich auf jeden Fall für uns gelohnt, dieses kleine Häuschen zu durchsuchen. Und, die netten alten Damen zu ihrem Mittagsschläfchen zu überreden. Denn wir würden ja niemals jemanden umbringen. Wir empfehlen denen nur ein fröhliches Mittagsschläfchen. Jetzt muss ich da wieder durchrennen übrigens. Das sieht wirklich immer so aus, als hätten die alle Schmerzen bei diesem Geräusch. So, wir gehen da runter. Da sind wir sicher, da können wir bleiben. Ich bedanke mich schon mal dafür, dass ihr heute dabei gewesen seid. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder We Happy Few, die Early Access Version, die nicht komplett ist und keinen Story-Modus besitzt, mit mir unsicher machen würdest. Walk to another hedge, okay. Macht euch auf jeden Fall noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen, und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dahin sage ich, bye bye.